Heute berichte ich dir über meine Erfahrungen mit Microdosing. Ich habe die letzten 4 Wochen LSD eingenommen, ein V-LSD. Ja, das ist also nicht LSD direkt. Es macht nicht süchtig, es sorgt eher dafür, dass das Bewusstsein schrittweise erweitert wird. Wie gesagt, es macht nicht süchtig, es macht nicht high, es ist legal. Ich habe es auch von einer deutschen Webseite, wo man wirklich sicher sein kann, dass da nicht irgendwas drin ist. Und ich habe viel recherchiert und lange darüber nachgedacht, mache ich dazu ein Video oder mache ich es nicht? Mache ich das öffentlich oder nicht? Ich nehme LSD. Wie gesagt, es ist nicht LSD an sich, es ist ja, ein V-LSD, das dafür sorgen kann, dass im Alltag depressive Gedanken abgemildert werden, dass das Bewusstsein erweitert wird, dass man fokussierter an der Arbeit ist, dass wenn man Trauma-Themen hat in seinem Leben, ne, das ist ja das, was ich auch auf meinem Kanal behandle, also traumatische Erfahrungen, die sich im Leben wiederholen, dass man immer wieder den gleichen Partner anzieht, immer wieder die gleichen Menschen anzieht, immer wieder abgelehnt wird, solche Themen, dass man sie auf diesem Wege mehr selber auflösen kann, dieses Thema, ohne dass man jetzt unbedingt von außen Hilfe bekommt, sondern dass Erkenntnisse von innen heraus hochkommen. Ja, und darüber möchte ich jetzt in diesem Video berichten. Ich habe einige Videos dazu mir reingezogen. Also es gibt ja ganz viele Videos hier auf YouTube zum Thema Microdosing. Tim Ferriss, viele von euch kennen den, da hat er das Buch Die 4-Stunden-Woche vor ein paar Jahren geschrieben. Der hatte darüber berichtet. Ich folge ihm gerne, weil er interessante Videos zum Thema Sport, Gesundheit, Erfolg, da macht er ganz viel. Und als er dann über Microdosing anfing zu reden, dachte ich mir, gut, dann solltest du dir das mal anschauen, probier es einfach mal aus. Und er hatte da eine Frau interviewt gehabt. War er das? Ich habe so viel dazu geguckt. Auf jeden Fall war das eine Frau, die hat eine Firma unterleitet. Sie hat eine Firma geleitet mit ihrem Mann zusammen und war im Alltag ziemlich depressiv. Also sie meinte, sie hätte, es war auf Englisch, ja, sie hatte depressive Gedanken. Und also im Silicon Valley, gerade in diesen bestimmten Kreisen ist das ziemlich bekannt und beliebt, mit Microdosing sein Bewusstsein zu erweitern, um besser voranzukommen mit seiner Arbeit. Heißt jetzt nicht, dass es richtig ist. Ja, es ist jetzt nicht ein Video, wo ich sage, ey, nimm das, es ist das Beste. Es ist einfach nur ein Erfahrungsbericht von mir und du kannst dann entscheiden, möchtest du es probieren oder nicht. Ich habe übrigens auch einen 10%-Code, habe da nochmal angefragt für euch. Wer es probieren möchte, kann es dann ein bisschen günstiger haben. Wie gesagt, es ist eine deutsche Webseite, es ist legal. Ich werde dir alles verlinken unter diesem Video. So, diese Frau hat dann dieses Microdosing genommen. Microdosing bedeutet also wirklich ganz, 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 ganz winzige Mengen, sodass wirklich du eigentlich nichts merkst. Es sei denn, du bist sehr, sehr achtsam. Dann wirst du schon merken, dass es kleine Veränderungen gibt. Und die Frau erzählte dann, dass sie nichts gemerkt hat, als sie es genommen hat. Gar nichts. Irgendwann hat sie nur gemerkt, dass sie plötzlich sich freut, wenn sie Vögel zwitschern hört. So, und als depressiver Mensch fällt es dir sehr schwer, erfreuliche Gedanken zu haben. Oder sie hat kurz aus dem Fenster, also sie war in der Küche, hat geputzt, guckt kurz aus dem Fenster raus und sieht einen Baum und freut sich über den Baum. Sie fand den schön. Und so fing es langsam, langsam, langsam an, dass sich etwas in ihr getan hat. Dazu gibt es auch ein Video von einer deutschen Ärztin, das ich gerne auch unten nochmal verlinke. Guckt, zieht euch das rein. Also wer sich für dieses Thema interessiert, zieht sich das unbedingt rein. Eine deutsche Ärztin, die dieses LSD unter anderem für ihre Klientin eingesetzt hat, um ihr Bewusstsein zu erweitern, um Trauma zu heilen. Ja? Also Sachen, die in der Kindheit passiert sind. Und sie sagt, und die Ärztin erzählt, das ist auf Deutsch. Die Ärztin erzählt auch, viele sind zu ihr gekommen, die wussten gar nicht, dass sie ein Trauma haben. Ja, die wollen vielleicht in ihrem Beruf glücklicher sein oder erfolgreicher sein oder in der Beziehung hat was nicht gestimmt und am Ende haben sie gesehen, da ist ein Trauma, da liegt eine Wunde in der Kindheit. Und das konnten sie dann im Laufe der ganzen Therapie mit ihr zusammen durch dieses LSD auflösen für sich, bis sie festgenommen wurde von der Polizei. Eine spannende Geschichte. Ja, meine Erfahrung. Was ich erlebt habe, ich habe erstmal nichts gespürt. Also ich nehme das jetzt jeden zweiten Tag, so wie das mir dann auch empfohlen wurde, für 2 Monate. Also ich nehme es jetzt für 1 Monat. Ich habe es mir geteilt mit einer Person, die jetzt hier auch nicht genannt werden möchte. Genau, ich habe das jetzt jeden zweiten Tag für mich genommen und habe erstmal gar nichts gespürt. Dachte mir, naja, das bringt ja mal wohl gar nichts. Und nach 2 Wochen, also wenn man das nimmt, sollte man achtsam beobachten und abends immer wieder sich seine Gedanken aufschreiben zum Alltag. Ich habe nichts gemerkt. Rückblickend, also nach 3 Wochen jetzt, ja, rückblickend ist mir dann bewusst geworden, bei einer Sache ist es mir krass bewusst geworden, das ist mir noch nie ist mir das passiert. Und zwar, ich habe eine Auseinandersetzung gehabt mit einer Person in meiner Familie,
wir geraten immer wieder mal aneinander. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, gerade wenn es Familie ist. Ich habe natürlich negative Gedanken, habe natürlich Frust in mir und Wut in mir gegenüber dieser Person und weiß ja, wie ich an mir zu arbeiten habe. Aber sobald ich negativ über diese Person gedacht oder gesprochen habe mit mir selber, hat es mir wehgetan emotional. Ich habe mich ja von dieser Person verletzt gefühlt. Ich habe mich von dieser Person in die Ecke gedrängt gefühlt. Aber sobald ich negativ über diese Person gedacht habe, hat mir das emotional wehgetan, wo ich mir dachte, hä? Was ist denn das? Wir haben doch alle ein Ego und das Ego will sich doch gerne als Opfer fühlen und möchte doch gerne urteilen und sich im Recht fühlen. Und das ging nicht. Und das ist mir noch nie passiert, noch nie in meinen 40 Jahren. Noch nie ist mir das passiert, dass es mir in dem Moment emotional, also nicht wehtut wie eine Strafe, sondern ich habe sofort gespürt, das ist falsch, so über diese Person zu denken. Obwohl alles dafür hindeutet von meinem Verstand, dass diese Person falsch ist, dass sie mir gerade wehtut. Aber innerlich kam etwas hoch, das mir dann gezeigt hat, das, was du gerade machst, ist falsch. Dass du diese Person verurteilst. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Ich wurde nicht verurteilt, indem ich das Gefühl hatte, ich bin falsch, sondern der Akt, dass ich wütend auf diese Person bin und dass ich, nicht wütend, dass ich sie verurteile, dass ich in meinem Kopf lästere, sagen wir es mal so, das hat sich falsch angefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Also es war etwas Liebendes in mir, als wäre das, also es war nichts da, das mich irgendwie in die Ecke gedrängt hat und gesagt hat, ey, du bist falsch, die Person ist richtig, sondern sobald in mir dieser Widerstand hochkam und dieses Verurteilen, hat sich das falsch angefühlt. Und es war mir in dem Moment nicht bewusst. Das ging so 2 Tage und dann konnte ich für mich das auflösen, nicht auflösen, ich konnte das für mich verarbeiten und dieser Person sofort verzeihen, sofort, weil ich eine andere Erfahrung in meinem Körper, ein anderes Emotionsmuster in meinem Körper, dass ich diese Person, das ist so komisch, es ist wirklich so komisch, ich kann diese Person nicht mehr nicht mögen oder einen Widerstand gegen diese Person haben, sondern ihr merkt, es ist wirklich schwer für mich in Worte zu fassen, sondern ich hatte Mitgefühl mit der Person, weil ich den Menschen oder die Seele dahinter gesehen habe. Und Leute, ich weiß das doch, ich erzähle es ja auch in meinen Videos, aber wenn du dann getriggert bist und wenn du selber an dem Problem bist, dann urteilt man. Und das dann sofort zu spüren, dass es falsch ist und dann sofort einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen, mir war nicht bewusst, dass es davon kommen kann. Kann natürlich sein, dass es jetzt einfach so hochkam, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, kam das ja erst, seitdem ich das nehme, ne? Was noch anders war jetzt die letzten Wochen, ist, dass Gedankenfetzen hochkamen aus meiner Kindheit. Ich wurde als Kind, als ich noch ganz klein war, wo meine Mutter immer, ich bin ja die Älteste und danach mir kamen noch 3 Geschwister. Und weil meine Mutter im Krankenhaus war, um die Kinder zu bekommen und mein Vater war arbeiten, hat er mich bei einer ganz lieben Tagesmutter abgegeben. Und da kamen Gedankenfetzen davon hoch. Also die Frau ist super nett. Ich sehe sie manchmal immer noch, wenn wir einkaufen gehen. Obwohl schon lange nicht mehr, seit 2 Jahren nicht mehr. Aber mir kamen Gedankenfetzen hoch und Bilder und Gefühle. Es kam alles zusammen hoch, immer mal wieder. Einfach so im Alltag, wenn ich was gearbeitet habe oder Wäsche gemacht habe. Ich habe das auch nicht in Verbindung gebracht mit diesem Microdosing. Erst danach, nachdem ich mich wirklich, ich wollte ja ein Video für euch machen. Also ich habe überlegt, machst du ein Video oder nicht? Und machst nur ein Video, wenn du das Gefühl hast, das hat dich weitergebracht. Wenn nicht, dann lass es einfach. Schlechte Erfahrungen brauchst du nicht zu teilen. Ich würde das auf Instagram teilen, würde sagen, naja, ich habe Microdosing gemacht, RNV, LSD, war nichts. Ja, es hat nur das, das und das, also schlechte Erfahrung. Ich würde es aber hier auf YouTube nicht irgendwie noch ein großes Video dazu machen. Genau, und dann kam, ja, und dann habe ich mich hingesetzt, habe überlegt, was hat das Microdosing mit dir gemacht, was war das so? Und dann kamen diese ganzen Sachen, kamen plötzlich hoch. Und da war zum Beispiel eine Szene, wo ich bei dieser Tagesmutter, ich will jetzt gar nicht zu viel labern, ich hoffe, das Video langweilt euch nicht, aber ich saß auf einer Couch, damals bei dieser Tagesmutter und habe mich ganz allein gefühlt. Ich weiß noch, dass sie in der Küche war. Ich habe sie irgendwie in der Küche was machen hören. Und dann saß ich da und ich hatte nichts zu malen. Ich saß einfach nur da rum, war auch kein Fernseher an. Ich weiß nur, dass ich nur da saß und mich sehr, sehr einsam gefühlt habe. Und als würden meine Eltern mich nicht lieben. Also für ein kleines Kind ist es ja nicht bewusst, dass die Mama kriegt gerade ein Kind, sie kann gerade nicht auf mich aufpassen. Papa muss jetzt zur Arbeit, der kann auch nicht auf mich aufpassen. Wir haben jetzt auch keine Oma, Opa, Onkel oder sonst was. Ja, deswegen hat er mich da gelassen, nicht weil er mich nicht liebt. Das kam hoch und auch direkt das Gefühl der Liebe und der Wertschätzung meiner Eltern mir gegenüber. Das kam dann auch direkt mit hoch. Ja, also ich nehme das ja jetzt noch weiterhin, noch eine Woche nehme ich das jetzt weiterhin. Ich werde auf Instagram auch nochmal berichten, was dann jetzt noch so kam.
Aber das waren jetzt so meine Erfahrungen mit diesem Microdosing. Ich finde es sehr, sehr spannend. Wie gesagt, wer daran Interesse hat, es gibt einen 10%-Code, dann kannst du es dir mal anschauen. Und bin auch sehr gespannt, falls du es mal probiert hast, gib mir gerne unten Feedback unter diesem Video. Lass uns mal untereinander austauschen, was es mit dir gemacht hat. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.